Okay. Sonst haben wir ja nichts zum. Doch, hier haben wir noch was. Direkt draufgelaufen. Optionales Herausforderungsgrab. Finden Sie den nahegelegenen Eingang. Das ist wahrscheinlich das hier. Nee, das ist. Da ist das Herausforderungsgrab. Okay, und ich muss da zum Einsatzgebiet. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich möchte jetzt die Herausforderungsgräber erstmal nicht machen. Weil ich da einmal ganz blöd in Shadow of the Tomb Raider hängen geblieben bin. Und nicht mehr rauskam aus diesem blöden Grab. Und das jetzt hier ehrlich gesagt vermeiden möchte. Eine byzantinische Kriegsgaleere. Ach du Zum Teufel Scheiße. kommt die hier runter? Das frage ich mich auch gerade. Was ich mich auch gerade frage. Ah, ich weiß, wie man Screenshots macht. Haha. Ich möchte nämlich unbedingt von diesen Dingen einen Screenshot machen. Das ist ja. So, weil das ist, ja. Ich frage mich nämlich auch, wie das Ding hier unten in die Höhle reinkommt. Gut, da oben scheint ja irgendwas offen gewesen zu sein. Aber was ich mich auch noch frage, wie komme ich jetzt da rein? Also darüber. Achso, ich kann anscheinend klettern. Okay. Ja, man könnte natürlich auch einfach die Augen öffnen und ein bisschen nachdenken. Aber ich war jetzt irgendwie so abgelenkt von diesem Schiff da. Was im Übrigen auch sehr geil aussieht, finde ich. Ich muss da oben hin, aber ich denke mal, ja, ich komme hier durch. Okay. Kann man hier noch irgendwas machen? Nehmen? Nee, ne? Okay. Das ist mongolisch. Aber sie sind hier durchgekommen. Die verlorene Stadt muss nahe sein. Eine besonders wertvolle Belohnung zu kriegen. Ja, und welches ist jetzt mein Ziel? Mein Ziel ist da oben. Das heißt, ich kann mal eben gucken, was es hier noch gibt oder ob es hier noch irgendwas gibt. Da oben muss irgendwas sein. Okay. Ah, scheiß drauf. Machen wir es mal doch mal. Ich meine, das scheint jetzt nicht zu sein, wo ich jetzt irgendwie hängen bleibe und nicht wieder rauskomme. Okay. Okay, ich habe keine Ahnung, was da jetzt gerade runtergekommen ist. Ich muss das Eis aufbrechen. Maria Adula sitzt fest. Das Eis gab nach und zerbrach ihr das Rückgrat. Egal. Ich wollte ihre Kanonen gegen den falschen Propheten richten. Aber nun ziehen wir zu Fuß weiter. Ich habe 6 der besten Trinity-Ordensmitglieder. Und wir haben auf Kosten der Matrosen Nahrung und Vorräte gehortet. Sie wissen es noch nicht, aber sie werden ihr Leben für die Sache opfern. Meine Männer und ich werden aus diesen Eishöhlen hinausfinden und weitergehen. Bevor das Schiff vom Eis verschlungen wurde, hörten wir Musik. Von Süden. Das wird unser erster Halt. Aber erst muss ich ruhen. Die Kälte sitzt mir in den Knochen und ich bin schläfrig. Nur ein Nickerchen. Okay. Aber ich habe gerade eben irgendwas hier auf der Seite auch noch. Ach, da ist was. Okay. So, jetzt hatte der. Da hinten muss ich hin. Hä? Muss ich das Eis jetzt mit dem Ding kaputt machen oder muss ich jetzt hochspringen und das Eis kaputt machen? Oder? Okay, also anscheinend muss ich mit dem Ding das Eis erstmal kaputt machen. Kann ich das denn nochmal bewegen irgendwie? Anscheinend nicht. Aber der hat ja gesagt, da hinten muss ich hin. Ich komme hier aber nicht hoch, oder? Doch, ich komme hier hoch.
kann man... Nee, da kann man nicht hochspringen. Ich dachte gerade schon. Oh. Ich hoffe... Ach so, der geht nach links. Ne? Ach, da kann man dran springen. Okay. Ah, perfekt. Ja, geschafft. Okay. Das muss man jetzt drehen. Achso, mit links. Oh, ja, steht ja auch LS. Geht das runter? Aber das muss ich halten, oder? Es geht wieder hoch. Hm, jetzt ist Timing gefragt. Ach du Kacke, ich... Da muss ich wahrscheinlich wieder rüberlaufen. Ach du Scheiße, ob ich das jetzt zeitlich hinkriege, das weiß ich nicht. Eieieiei, okay, also ich kann es mal versuchen. Ich geh auch rüber, los! Oh mein Gott, okay. Geschafft. Mal sehen, was da oben ist. Okay. Wie komme ich da jetzt hin? Achso, kann ich so drüber springen. Kann ich da springen und mich festhalten? Ja, wenn sie nicht wieder so waghalsig darunter kracht, dann ja. Sieh dir das an. Warum haben sie solche Reichtümer mitgeschleppt? Neue Dokument- und Wandgemäldeposition erhöht, enthüllt. Dieser Kodex beschreibt die Bogenschusstechnik der Gegner des Byzantinischen Reichs. Neue Fähigkeit gemeistert. Alte Fähigkeiten. Schießen Sie schnell hintereinander bis zu 2 Pfeile ab, ohne erst aus dem Köcher einen neuen ziehen zu müssen. Schießen Sie rasch Pfeile ab, indem Sie nach Abschluss des ersten Pfeils schnell RT drücken und loslassen. Also das Aufladen, glaube ich, ist das dann. Ja, cool. Dann hat sich das ja richtig gelohnt, dieses Grab zu machen. Hey. Nee, sonst noch irgendwas, damit ich hier nicht irgendwas übersehe? Da unten ist noch was. Es ist getan. Wir werden hier sterben. Caraldus und dem Wahnsinn des Trinity-Ordens sei Dank. Mein Schiff wird nie wieder Wasser sehen. Wir sind zu spät im Winter ins Eismeer geraten. Wir wollten umkehren. Aber Caraldus wollte diesen verlorenen Propheten nicht aufgeben. Er und seine kalten Krieger übernahmen das Ruder. Er steuerte das Schiff durch seichte Zuflüsse, bis es nicht mehr weiterging. Dann zwang der Bastard meine Mannschaft, Schlitten zu bauen und ließ uns das Schiff über Land ziehen. Wer sich weigerte, wurde getötet und exkommuniziert. Aber den Tod brachte es so oder so. Ich sorge dafür, dass er mit uns hier stirbt. Ich habe immer etwas Gift dabei für den Fall, dass das Schiff gekapert wird. Jetzt findet es andere Verwendung. Okay, Griechisch Stufe 2.
Kommen wir jetzt von hier? Da unten müssen wir hin, ne? Ja, okay. Wie sich das anhört. Und warum müssen wir jetzt hier hin? Ich weiß es gar nicht. Eigentlich müssen wir hier nur wieder zurücklaufen, oder? Wir haben ja jetzt alles gemacht in dem Grab. Würde ich jetzt mal behaupten. Das zeigt an, dass ich da hinten rum muss. War hier nicht der Durchgang? Kann man hier runter? Ich glaube eher nicht, ne? Moment, doch, da ist ein Ausgang. Keine Ahnung, ob ich jetzt hier richtig bin. Aber wir laufen trotzdem mal hier weiter. Nee, Moment. Das ist doch der Raum, wo ich reingekommen bin, oder? Doch, das ist doch der Raum, wo ich reingekommen bin. Also anscheinend bin ich hier doch nicht ganz richtig. Genau, weil ich muss nämlich irgendwie da... Genau, hier ist das Schiff. Genau. Und dann hat sie hier angefangen zu reden. Und dann bin ich nämlich nach links und ich muss jetzt nach geradeaus. Oh. Okay, gut, ich habe ein bisschen die Orientierung verloren. Macht ja nichts, kann ja mal passieren. Es sind ja auch so unheimlich viele Sachen hier zu entdecken. Eine byzantinische Brosche mit einem geheimen Bild auf der Rückseite. Wunderschön verziert. Dieses Porträt wurde verunstaltet. Es scheint den Propheten gezeigt zu haben. Sie mussten ihren Glauben wohl verbergen. Okay. Hier möchte ich nicht runterfallen. Das wollte ich nur noch mal erwähnt haben. Kann man da hinten was abschießen? Nee, das sind diese Dinger hier. Okay. Das heißt, es gleich wieder schwimmen gehen, so wie es aussieht. Wenn man das war mit der Taste, okay. Wo kann ich Luft holen? Wo kann ich Luft holen? Ja, ich weiß, ich weiß. Ich habe aus Versehen A gedrückt statt B. Es tut mir leid, Lara. Naja. Der flüchtige Prophet hat das Reich verlassen und bewegt sich nach Norden. Ich bin jetzt in unbekanntem Gebiet. Der Trinity-Orden war deutlich. Ich soll dem falschen Propheten und seinen Anhängern ans Ende der Welt folgen und die Ketzerei auslöschen. Ich wollte ihn vor Monaten eingeholt haben, aber er entkommt mir. Er durchquert das Land der Chasaren und den Kaukasus. Hier bin ich im Nachteil. Ich spreche ein Dutzend Sprachen des Reiches, aber im Hinterland kann ich oft lediglich mit dem Schwert kommunizieren. Der Prophet, so scheint es, spricht jede Sprache wie seine Muttersprache. Okay. Bricht das Ding jetzt hier gleich in sich zusammen? Das sieht irgendwie so... Okay, anscheinend nicht. So, tut mir leid, ich habe jetzt gerade
einen leichten Hustenanfall gehabt. Den musste ich mal eben rausschneiden. Mann. Sowjetische Anlage. Das hört sich aber nicht gut an. Ich bin nicht dein Feind. Das wird sich noch zeigen. Du hast die Männer da hinten getötet. Ja, um zu überleben. Und ich schätze, du hast das auch. Wie lange sind sie schon hier? Kurz. Nur Tage. Die Eindringlinge haben viele von uns gefangen. Du solltest hier besser verschwinden, bevor es zu spät ist. Das kann ich nicht. Ich bin aus einem wichtigen Grund hier. So wie die. Beim nächsten Treffen jage ich dir einen Pfeil in den Hals. Du und ich stehen auf derselben Seite. Ich hoffe, ich kann dir das beweisen. Was passiert denn da unten?